Yo, Freunde, was geht ab? Hier ist euer Johnny Hunt. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Gestern bin ich mal so durch meinen Kanal gegangen, habe ein paar alte Videos von mir angeschaut und da ist mir aufgefallen, dass mein beliebtestes Video, also das mit den meisten Aufrufen, ein Experiment ist, wo ich teste, wie stabil ein billiger Tresor ist. Das hat einfach 3,5 Millionen Aufrufe. Das ist heftig. Hier hinten habe ich genau den gleichen Tresor stehen und heute werden wir wieder testen, wie stabil der ist. Natürlich machen wir etwas anderes als in diesem Video. Also so wie in guten alten Zeiten. Lasst dafür einen Daumen hoch da, Freunde. Würde mich wirklich sehr freuen. Bevor wir den Tresor gleich auspacken, füttern wir erstmal Bella mit ein paar Leckerlis. Die guckt hier nämlich schon ganz gespannt und schnurrt vor sich hin. Oh, Bella, meine süße Maus, willst du ein paar Leckerlis? Guck mal, was ich hier habe. Schöne Dreamies, die muss ich aber gleich erstmal aufmachen. Aber ich sehe schon, du hast ganz schön Lust da drauf, ne? Kann ich verstehen. Wenn ich du wäre, hätte ich auch Lust da drauf. Deine Lieblingsleckerlis, hä? Ah, hier, Bella. Ah, nicht mal Finger abbeißen, hallo? Bitte ein bisschen vorsichtiger, ja? Hier, du kriegst noch eins. Aber das reicht. Nicht, dass du noch dicker wirst. Ja, hier, guck mal, dein Bauch. Du bist schon dick genug, würde ich mal sagen. Und dein Bruder kriegt jetzt auch noch mal eins. Oh, Johnny. Ey, wie der da oben drauf liegt, auf dem Kratzbaum. Der passt eigentlich gar nicht richtig drauf, aber trotzdem schläft er so gerne da oben. Hier, schau mal, was ich für dich habe. Na, hast du schon von Essen geträumt? Deine Träume werden wahr. Och, Johnny, du hast gar nicht gekaut, du hast einfach runtergeschluckt, ey. So verfressen bist du. Bella hat's gekaut, aber du bist so verfressen, einfach runtergeschluckt, ey. Dass du das überhaupt mit einem Bissen runterbekommst. Naja, okay, machen wir mal den Tresor auf. Okay, Johnny? Ja, okay. Der Tresor, der kostet auch übrigens nur um die 20 Euro. Und sicher ist der auf gar keinen Fall. Also, ich finde, es ist sogar eine Frechheit, dass man dieses Teil Tresor nennen kann. Also für mich sollte es eher Schrank oder sowas heißen, weil die Eigenschaften Sicherheit hat dieser Tresor auf jeden Fall nicht. Und Tresor sollte auch die Eigenschaften Sicherheit haben. Oder was meint ihr? So, schaut euch das gute Stück an. Klein, aber fein. Die Batterien kommen hier vorne in die Tür rein. So, Fach kann man dann wieder zumachen. Und ansonsten, um den Code einzuprogrammieren, gibt es hier vorne eine Taste, so einen roten Schalter. Das habe ich schon gemacht. Wir probieren das Ganze kurz aus, aber sagt keinem meinen Code, okay? Der ist wirklich streng geheim. Zack, auf E noch und ja, funktioniert. Alles klar, in den Tresor tue ich jetzt das Allerwichtigste, meinen wertvollsten Besitz da rein. Hier, zack, dann machen wir den schön zu. Wir sind draußen, Tresor ist abgeschlossen und als allererstes würde ich mal sagen, machen wir einen entspannten Falltest. Wir gehen da hoch, ich lasse ihn von da runterfallen, aus 3 Metern Höhe auf den Boden. Also normal sollte er das überleben, aber ich bin mir gar nicht so sicher. Naja, probieren wir es aus, let's go. La 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 la. Ja, werfen wir mal wieder ein Tresor aus dem Fenster, ist das Normalste der Welt. Hab da unten auch schön den Amboss hingestellt. Den muss ich jetzt treffen. 3, 2, 1, bam! Ja, man muss schon sagen, der Sturz hat den Tresor kalt erwischt. Hier eine Delle, da abgeblättert. Ansonsten hier, boah, das Ding ist richtig verbogen, wie man sehen kann. Die Ecke hier hat auch ziemlich gelitten. Viele Kratzer. Und ich glaube, oh, die Batterien sind nicht rausgeflogen. Wir können unseren Code noch eingeben und mal schauen, wie es unserer Klopapierrolle geht. Oh, die hat es unbeschadet überstanden. Das ist sehr gut. Aber mal sehen, wie lange sie noch überleben wird. Na toll. Die Tür, die hat sich hier auch ganz schön verbogen, wie man sehen kann. Also das Ding, das ist so unstabil. Unglaublich. Gleich werden wir mit der Armbrust da drauf schießen. Das dürft ihr auf gar keinen Fall verpassen. Und ich würde mal sagen, wir werden auch den Amboss auf den Tresor werfen. Ich glaube, der wird den komplett zerbersten, ey. Aber bevor wir das tun, nehmen wir den guten alten Gasbrenner, heizen dem Tresor mal ordentlich ein. Ich glaube, der ist nicht so feuerfest. Und mal schauen, ob mein Klopapier das überleben wird. Den drehen wir um. Wir gehen auf die Rückseite. Gas an und Feuer. Musik.
Ja, der fängt schon so ein bisschen an zu glühen. Nicht schlecht. Und ich glaube, oh, so wie das qualmt, ich glaube, das war's mit meinem Klopapier. Komm, geben wir mal unseren Sicherheitscode ein. Machen das Ding auf. Puh. Junge, da muss ich gleich mal die Feuerwehr rufen. Schaut euch das an. Das ist angekokelt, aber sieht doch noch ganz gut aus. Und Freunde, was darf auf gar keinen Fall fehlen bei dem Format, wie stabil ist? Richtig, Bernhard, der knallharte Aluminium-Baseballschläger. Und deswegen kommt jetzt Bernhard zum Einsatz und wir verpassen dem Tresor mal ordentlich eine. Also normalerweise kann Bernhard an so Tresoren nicht so viel ausrichten, aber bei dem Billig-Tresor, ich glaube, hat er gute Chancen. Let's go! 3, 2, 1. Puh, also ich glaube, ich kann behaupten, der Schlag war nicht von schlechten Eltern. Schaut euch das mal an. Und richtig geil, er qualmt einfach immer noch. Aber ich kann meinen Code noch eingeben. Ich kann das hier auch noch umdrehen, aufmachen, geht jedoch nicht mehr. Das bedeutet, wir können unsere Klopapierrolle nicht mehr befreien. Vielleicht kann ich das noch aufhebeln. Ich guck mal nach dem Schraubenzieher oder sowas. Probieren wir es mal, aber nicht schlecht. Nee, geht nicht. Der hängt hier vorne irgendwo. Nee, Mann. Ich hätte gedacht, klappt noch, aber nee, das funktioniert nicht mehr. Sieht schlecht aus. Der Tresor, der steht schon bereit und als nächstes schießen wir da mit der Armbrust drauf. Falls ihr das Video mit der Armbrust nicht gesehen habt, das ist ein richtig schönes Teil. 80 Pfund Zugkraft, ansonsten schaut euch das mal an. Hier vorne hat man noch ein Laservisier. Richtig schön. Und die Armbrust hat auch noch ein Magazin. Das werden wir jetzt erstmal laden. Dazu klappt man das hier oben einfach auf. Und die Bolzen kann man dann hier oben reinschieben. Insgesamt 8 Stück passen da rein. 6 Stück. Was rede ich denn da? Also kann man 6-mal hintereinander schießen. Und wir werden auch 6-mal auf den Tresor schießen. Also das hat er doch voll verdient. Das hat er doch verdient, abgeknallt zu werden. So. Zack. Das Ding ist geladen und bereit. Ich bin auch bereit. Wir legen los, Freunde. Einmal spannen. Laser müssen wir noch einschalten, damit wir auch schön aus dem Handgelenk zielen können. Sicherung hier vorne rausmachen. Und dann kann es auch schon losgehen. 3, 2, 1. Wow! Nicht schlecht. Da oben habe ich ihn erwischt. Sieht man. Oder vielleicht hier. Ich bin mir nicht sicher. Aber nee, hier müsste es schon sein. Ich glaube, wenn wir hier in die Tür reinschießen, haben wir bessere Chancen. Leider ein bisschen verfehlt. Aber wir haben ja noch 5 Schuss. Wieder spannen. Sicherung raus. Und es kann losgehen. Oh Mann. Der will auf jeden Fall noch ein paar Schuss abhaben, wie es aussieht. Der ist stabiler, als ich gedacht habe, da vorne. Nicht schlecht. Schaut euch das an. Der zweite Schuss ging hier rein und der dritte Schuss direkt in das Loch hier. Aber selbst da konnten wir nicht durchkommen. Ich würde mal sagen, wir drehen den um und versuchen es nochmal von hinten. Vielleicht haben wir da bessere Chancen. Spannen. Und ich würde mal sagen, das wird der letzte Schuss, denn wie wir sehen, kommen wir nicht durch. Ich verschwende da nur meine Bolzen. Das ist ein bisschen zu schade, aber jetzt hauen wir nochmal voll rein. 3, 2, oh. Hier seht ihr es, ganz kleines Einschussloch.
Also, den Tresor konnten wir nicht zerstören, aber dafür meine Bolzen. 3 Stück haben es nicht überlebt, die sind kaputt. Aber der sieht noch ganz gut aus, den kann ich nochmal verwenden. Tresor, du hast nun lange genug überlebt. Ich sag's euch, jetzt wird's hardcore. Wir nehmen uns den Amboss. Ich trag dir jetzt da hoch, dann schmeißen wir den runter und mit der Spitze voraus. Oh Mann, Freunde, das Ding ist so schwer. Ich weiß gar nicht, wie ich das werfen soll, weil mit einer Hand kriege ich das nicht hoch und mein Smartphone muss ich noch irgendwie halten. Aber ich habe eine Idee, und zwar hier habe ich einen schönen Balken. Da lege ich das Smartphone jetzt drauf. Da liegt das sicher. Ihr könnt alles erkennen und ich kann in Ruhe werfen. Okay. 3, 2. Boah, ich muss erst ordentlich in die Hand nehmen, ey. Jetzt aber. 3, 2, 1. Oh Mann, schaut euch mal den Tresor an. Der hat's komplett zerberstet. Ey, mit dem Amboss ist definitiv nicht zu spaßen. Und er qualmt noch mehr als vorher. Den muss ich gleich erstmal löschen, bevor das Klopapier hier noch anfängt zu brennen. Feuerwehr brauchen wir da jetzt nicht rufen. Ja, nochmal hier umdrehen, dass das Wasser ordentlich reinkommt. Vielleicht mal den Aufsatz hier wegmachen. Okay, das sieht doch schon viel besser aus hier, oder? Jawohl. Der Amboss hat das soweit ganz gut überstanden. Aber schaut euch das mal an. Steine sind hier ein bisschen abgeplatzt. Oh, oh. Wie in alten Zeiten, wie stabil ist der billige Tresor? Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hatte heute sehr viel Spaß. Ich hoffe, ihr auch. Falls ihr neu auf meinem Kanal seid, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr keine Videos mehr. In diesem Sinne, ich räume auf und wir sehen uns die Tage wieder. Ich hab euch lieb, euer Johnny Hand. Peace.